Herzlich willkommen. Heute haben wir Oasentage für euch zu Hause. Ein neues Jahr hat begonnen und wir dürfen voller Hoffnung in die Zukunft blicken, weil Jesus an unserer Seite ist. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen, auch mit der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das steht in Lukas 6, Vers 36. Und ihr seht gleich die Oasentage für zu Hause und da seht ihr auch von unseren Kindergärten. Wir sind gerade jetzt im Jahr 2021, sind wir gerade dran, den 54. Kindergarten zu bauen. Und da ist auch viel Barmherzigkeit drin. Danke für alle Spenden, die wir erhalten haben und erhalten werden. Und es ist wirklich wunderbar, dass wir auch Menschen in diesem Jahr helfen dürfen, die nicht so gut dran sind wie wir, denen wir helfen können in Bildung, mit Nahrung und so weiter. Und das wollen wir heute auch sehen in diesem Film. Wir wollen dir heute wieder eine Freude machen mit dem zweiten Teil Oasentage für zu Hause. Sei mit dabei mit dieser Wiederholung vom letzten Mai. Sei dabei, genieße es. Der Herr segne dich. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Oasenzeit zu Hause. Wir wollen euch die Oase Kfar Hanukdim etwas näher bringen. In dieser Oase wären wir jetzt an diesem Tag. Und da die Reise leider nicht stattfinden kann, möchten wir euch auf diesem Wege einige Eindrücke einfach vermitteln. Ja, es ist so schade, aber auch so schön, dass wir es euch jetzt auch so zeigen können. Es ist natürlich was ganz anderes, ist man dabei oder schaut nur ein Stück auf einem Film an. Aber unser Freund Dani Walder ist wieder in die Wüste gefahren und hat mit seinem Enkel einen weiteren Film gemacht. Und er ist gleich, ihr werdet es gleich sehen, in einem Zelt, wie es früher auch bei Abraham und Isaak zu der Zeit ausgesehen hat und wird euch auch gleich etwas über Demut sagen. Und das ist sowas von interessant, wenn man Dani zuhört, weil Dani hat wirklich einen guten Bezug von der damaligen Kultur zum Alten Testament und was das auch heute mit uns macht. Und da ist es schön, wenn du jetzt richtig genießen tust. Wir haben auch schöne Luftaufnahmen von diesem Platz und genieße es einfach, in dieser wunderbaren Oase zu sein. Was hat mich am meisten beeindruckt bei der ersten Begegnung mit diesen Leuten hier in der Wüste, war die Demütigkeit. Die erste Sache sind die Zelte. Ich sitze hier in ein Zelt und alle Zelte sind gleich. Der Maßstab ist mehr oder weniger derselbe, wenn du bist hier in dem Zelt, wenn du bist im Zelt in Jordanien, wenn du bist in Ägypten oder in Marokko. Alle Zelte in denselben Maßstab. Kein Zelt ist größer als der andere. Nicht wie bei uns, das eine hat ein Haus von 60 Quadratmeter, der andere 80, der dritte braucht schon 150. Hier alle sind gleich. Auch in die Wohnzimmer wird alles gleich sein. Dieselbe Teppiche, einfache Teppiche, dieselbe Matratzen, das in alle Plätze werden sein. Wir werden auch sehen, dieselbe Kaffeekanne, Teekanne, keine große Veränderung von Zelt zu Zelt. Oder der Mörser, das steht hier, um die Kaffeebohnen zu mahlen, wird auch in alle Zelte gleich sein. Alle Zelte sind verteilt zu drei Teile. Sie sind verteilt mit einer Stoffwand. Dieser Teil, wo ich sitze hier, das ist der Herrsalon. Hier kommen die Gäste, hier werden sie empfangen, so dass das ist der Herrsalon. So nenne ich das. Und dann kommt die Stoffwand. Hinter dieser Stoffwand sitzen die Frauen. Das ist der Platz, wo man wird kochen, wo die Frau sitzt, ist dabei im Gespräch, aber selbst ist nicht persönlich dabei. Sie wird hinter die Stoffwand sein.
erinnert sehr schön die Geschichte von die drei Engel, das kamen zum Abraham in den ersten Buch Moses 18. Und der Abraham empfängt sie in den Zelt. Sie erzählen ihm, dass er wird in ein Jahr Papa sein und Sarah sitzt hinter die Stoffwand. Sie hört diese ganze Geschichte und selbstverständlich lacht sie sich tot. Ich bin schon 90 Jahre alt. Wie kann es sein, dass ich werde ein Kind bekommen? Und weil Sarah auf Wunder Gottes gelacht hat, ist der Name des Sohnes Lachen. Isaac in Hebräisch ist Lachen. Die dritte Abteilung in dem Zelt ist für die Habe. Dort wird man halten, die Matratzen laufen den Tag, wobei bei Nacht wird man auf sie schlafen. Wenn man hat Weizen oder Gerste oder andere Ware, dort wird sie auch sein. Wenn es ist sehr kalt, im Winter manchmal, um wärmen den Zelt, gibt man ein paar scharfe Ziegen rein, dass mit ihrem Körper werden sie den Zelt auch wärmen. Man kann nicht erkennen bei den Zelten, wenn der Mann ist der Scheik oder der größte, der letzte Kameltreiber. Alle haben dieselbe Zelte. Wenn man sieht, diese Zelte mit den goldenen Streifen in Hollywood von den Scheiks, selbstverständlich, das ist bloß in Hollywood. In der Realität, alle Zelte sind gleich. Auch die Kleidung ist gleich. Alle haben dieselbe Kleidung. Du kannst durch die Kleidung nicht wissen, wer ist reich, wer ist arm. Wer steht in erster Reihe in die Gesellschaft oder die letzte? Auch wenn jemand kommt, der Empfang wird auch sein gleich. Jeder, das kommt, wird empfangen. Und meistens der Empfang ist sehr lange mit der Frage, wie geht's der Kinder, wie geht's die Frauen, wie geht's die Herde, wie geht's das? Ein riesigen Empfang. Auch durch den Empfang kannst du nicht wissen, wenn dieser Mensch ist ein Reicher oder ein Armer. Wie sie haben angefangen, schon Autos zu kaufen hier in die Wüste, haben sie den einfachsten und billigsten Auto gekauft in Israel und auch so bloß die vierte, fünfte Hand, sodass auch der Arme und auch der Reiche konnte diesen Auto erreichen. Das war ein solcher israelischer Auto, ich habe ihn auch mal gehabt. Der Motor war Ford, die Räder waren Italien, der Steering war von Frankreich, bloß rundherum der Kunststoff war aus Israel, hat den Namen Carmel gehabt. Aber so konnten alle haben denselben eigentlich Auto, weil jeder konnte ihn sich leisten. Nicht wie bei uns, dass einer fährt mit Käfer, der zweite mit einem Opel und der dritte ist mit einem dicken Mercedes. Was macht diese Leute, dass sie sind so demütig? Erheben sich nicht nebeneinander, über einen anderen. Besonders gegen Fremden, wenn sie niemals sich erheben, ein gegen den Zweiten. Die Antwort ist wieder mit dieser Ökologie hier in die Wüste. Wie schon gesagt, sie leben von Schaf und Ziegen, Kamelzucht. Und mit das, selbstverständlich, sind sie total gewiesen auf die Weide. Bloß die Weide hier ist nicht, wie das wir kennen in Europa oder in Nordisrael, regelmäßig alles gleich, wenn war gutes Jahr oder schlechtes Jahr, sondern die Niederschläge hier in unserem Land von Norden und zum Süden sind verschiedentlich. Im Norden Israel haben wir Wolkenbrüche. Und diese Wolkenbrüche sind sehr, sehr stark. Ich erinnere mich den ersten Mal, wo ich nach Deutschland kam. Es war da damals Studententausch und wir sind im September in Frankfurt gelandet. Und 3 Wochen habe ich keine Sonne gesehen. Es war die ganze Zeit bedeckt und gesprühte Wasser. Für uns undenkbar. Wie schon gesagt, auch im Norden Israel haben wir Wolkenbrüche, das kommen für 1-2 Tage und verschwinden. Man redet in Nordisrael bloß auf 24 Regentage im Jahr. Hier in der Wüste ist es noch anders. Wenn im Norden regnet, auch regnet stark, hier in der Wüste manchmal spruselt etwas Wasser. Es wird vielleicht einen halben Millimeter Regen kommen. Danach kommt die Sonne und es trocknet gleich. Was ja passiert, dass ein paar Wolken hier in die Wüste sammeln sich zusammen. Und in dem Moment, wo sie sammeln sich zusammen, treffen sich zusammen, wird Gewitter und ein Wolkenbruch, das ist vielleicht auf einen Kreis von 5, 6 oder 10 Quadratkilometer. Dieses Jahr dort wird sein Gras, dort wird sein Grünes. Eine der Aufgaben von dem Mann hier ist, solche Plätze, dass dieser Regen in Wolkenbruch ist gefallen.
Man muss verstehen, der Gebiet ist riesig. Wenn ich nehme bloß ein Gebiet von hier bis Ägypten, und das ist diese Gebiete, wo Abraham, Isaac, Jakob, Moses haben sich gewandelt. Ein Gebiet, das ist größer als Bayern. Und dort sind, sollen wir sagen, 10 solche Plätze, wo Wolkenbrüche waren. Geh, suche sie. Der Mann geht, und eine seiner Aufgaben ist, diese Plätze zu suchen. Ein sehr berühmter Hirte, das hat geschrieben, den Buch Psalm, unser David. In Psalm 23, was bittet er von Gott? Gott, führe mich zu einer grünen Wiese. Ganz einfach, er soll ihm helfen, diese grünen Punkte zu finden. Hat ein Mann diesen Punkt gefunden? Was macht er? Er wird rübergehen, nehmen sein Zelt, seine Familie, seine Herde und wird dorthin gehen, und dort wird er jetzt den nächsten Jahr verbringen. Selbstverständlich, dass seine Schafen, seine Ziegen, dass dieses Jahr viel essen, werden wachsen, werden Lämme geben, und sein Kapital wird dieses Jahr wachsen. Ein anderer hat das nicht gefunden, und seine Schafe und Ziegen müssen noch etwas knabbern, was war voriges Jahr. Die erste Reaktion wird keine Lämme, fast kein Milch, und sein Kapital geht runter. Wenn es ist noch 2 Jahre, sogar ein Tod von einem Teil von seiner Herde. So dass bei einem der Kapital steigt und bei dem zweiten der Kapital senkt. Aber in 2 Jahren kann diese Sache genau sich ändern. Dieser, was hat voriges Jahr Ja gefunden, er findet nicht, und der andere hat Ja gefunden. Bedeutet, jetzt der andere sein Kapital steigt und der andere sein Kapital senkt. Diese Sache selbstverständlich bringt, das Mal bist du reich, die Waage von reich und arm ist sehr, sehr schnell und kommt auch sehr, sehr schnell, dass du mal hast viel oder viel mit verhältnismäßig und mal wenig. Und darum, du weißt, ich bin heute hoch. Schade eigentlich angeben mit zeigen, was ich kann, alles, was in unserer Gesellschaft kennen wir sehr gut. Dann muss ich mit ein bisschen Auto, oder ich habe einen Freund, er kauft eine Uhr unter 1000 Euro. Keine Uhr wird auf seine Hand kommen, und zeigt genau die Stunde wie meine. Das ist mit 36 Euro gekauft. Bedeutet, es ist jetzt schade, wenn ich bin reich oder habe etwas mehr Geld, das jetzt ausgeben auf angeben und mich sicher erheben auf mein Nachbar. Dass in 2 Jahren kann die Waage umgekehrt sein. Er wird oben sein und ich werde unten sein. Es wird auch schade sein, diesen Geld jetzt auszugeben, weil in den Notzeiten werde ich diesen Geld und diesen Kapital brauchen. Und darum werde ich demütig sein. Demütig gegenüber meinem Nachbar, gegenüber meiner Frau, meine Kinder und meine Gesellschaft. Im 4. Buch Moses, im 12. Kapitel, steht, dass Moses, der Prophet, die Propheten, der größte Prophet, das es gab, war doch der demutigste Mensch die Welt. Und von das müssen wir lernen, auch demutig zu sein und nicht uns erheben, wenn jemand ist jetzt unten. Umgekehrt, ihn genau wie wir hätten gerne, dass uns behandelt man, ihn auch behandeln. In der Wüste haben die Leute Interesse, eigentlich Gutes zu tun. Gutes zu tun bedeutet wieder Steigerung in des Geist Gottes zu kommen. In Psalm 32 steht es auch, du sollst gut tun. Und dieser Guttun kann in verschiedene Formen sein. Wir haben gesprochen auf die Gastfreundschaft, dass dort ist wirklich etwas, dass du viel für die gut zu tun tust. Aber viele Leute wandeln neben deine Wohnung, Zelt, und du wolltest ihnen auch gut tun, auch dass sie haben keine Zeit, bei dir Gast zu sein. Und die wichtigste Sache, zu gut zu tun in der Wüste, ist Wasser. Und so haben wir diese Gebäude, das wir kennen, hier sehen. Der Name ist Sabil. Was ist ein Sabil? Ist ganz einfach eine Wasserstation, das der Beduin auf die Strecke hinstellt und sorgt, dass von seiner Wasserader, das kann sein, sie ist ziemlich weit, wird immer der Kanister drinne versorgt und vollgemacht, sodass jeder, das in die Wüste kommt, dass er kann von diesem Wasser trinken, und der Beduin, der Landsleute, der Landsmann von der Wüste, er wird eigentlich profitieren, ohne zu sehen, anonym. Hier habe ich jemand, was Gutes
getan. Diese Wasserplätze in die Wüste können in verschiedene Formen sein, von ganz vornehm, sehr schön dekoriert, bis ganz einfach. Aber mit das kann man in die Wüste, wenn du gehst und findest einen solchen Sabil, kannst du auch dich versorgen mit Wasser, das so wichtig ist in die trockene Wüste. Dieses gutes Tun ist eigentlich eine Tat, das wir sollen auch immer machen. Es steht, dass du sollst den Brot auf dem Wasser schicken, weil im Ende der Tage kommt er zu dir zurück. Manchmal material und manchmal ganz einfach geistlich, eine geistliche Bezahlung. Der Missionswerk Karlsruhe hat auch Aufgaben genommen, um gut zu tun in Regionen, das man braucht, in Armutsgebiete. Ich begleite schon diesen Missionswerk mit einer herrlichen Tat, das der Missionswerk mit seinen Leuten tun. Und das ist in Armutsgebiete von der Stadt Jerusalem. Man denkt, Jerusalem ist eine reiche Stadt. Nein, Jerusalem ist die ärmste Stadt in Israel. Trotzdem, sie ist die Hauptstadt und die berühmteste Stadt vielleicht in der Welt. Trotzdem ist sie eine arme Stadt. Und so in diese Armutsgebiete, was der Missionswerk macht, ist ganz einfach, Kindergarten und Schulen zu restaurieren und Licht in diese Gebäude, das immer waren, ziemlich dunkel und einfach, den Licht, die Kinder in diese Armut doch zu geben. Sodass diese Sache, macht es jemand gut, macht was Gutes, ist eigentlich eine Aufgabe, das hier von der Wüste geht. Wenn man in so einem Zelt sitzt, wie wir es gerade bei Dani gesehen haben, kann man sich gut in die Geschichte hineinversetzen, die wir in der Bibel lesen, von Abraham und Sarah. Abraham saß dort am Eingang seines Zeltes, so sagt es uns die Bibel, als die drei Männer vorbeikamen. Er lud sie ein und sie saßen da im Schatten im Zelt und Sarah stand hinter dem Zelt und hat gelauscht. Und sie hat gelacht. Und dann war die Begebenheit, als dieser Mann sagte, wo ist deine Frau Sarah, warum lacht sie? Und man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man dort sitzt. Und es ist wunderbar, das auch einmal so aus der Nähe zu sehen. Ja, das ist wirklich unbeschreiblich. Und nachts kann man wirklich die Sterne so gut sehen, wie auch Abraham sie gesehen hat. Gott hat ja zu ihm gesagt, so viele Sterne du siehst, so viel werden deine Nachkommen sein. Und das ist sowas Spezielles. Und was mir besonders gut gefällt, das Essen ist sowas von gut. Kannst du dir vorstellen, du sitzt in dem Zeltrestaurant und außen läuft eine Karawane von Kamele vorbei. Das ist, man sagt so wie unreal, das ist fast wie Hollywood, wo du hautnah dran bist. Das ist sowas Geniales, das musst du unbedingt mal erleben. Aber ich möchte dir jetzt noch einen Film zeigen von unserer Rundreise. Da bekommst du einen kurzen Überblick, wie so eine Rundreise abläuft, damit du wirklich einen Überblick hast, ob du mal mit dabei sein möchtest. Herzlich willkommen in Israel. Erlebe eine 10-tägige Rundreise zu den heiligen Städten der Bibel mit dem Missionswerk Karlsruhe. Besuche die Orte, an denen Jesus einst gelebt hat und erfahre, wie die Geschichten der Bibel durch die Andachten von Daniel und Isolde Müller lebendig werden und einen Bezug zu deinem Leben bekommen. Wohne in erstklassigen Hotelanlagen und lasse dich im Toten Meer treiben. Wir sind hier in der Wüste und in der Wüste geht es um Wasser, um das frische, lebendige Wasser, wo zum Überleben nötig ist.
In der Oase Kfar Hanokdim inmitten der Wüste lernst du das Beduinenleben mit all seinen Facetten kennen. Ein überwältigender Ausblick und biblische Gedanken erwarten dich auf dem nahegelegenen Masada-Gebirge. Gott möchte, dass es dir gut geht. Erkenn die Schwierigkeiten. Jesus war auf der Erde und hat die Schwierigkeiten mitgemacht. Aber Gott möchte, dass es dir gut geht. Normal hast du hier 35, 40 Grad und dann Tee ist gut und einen guten heißen Tag verlierst du bis 12 Liter. Bei traditionellem Tee und einem ausgiebigen Abendessen erfährst du einiges über die Lebensweise in der Wüste. Weiter geht die Reise zu Originalschauplätzen der Bibel. Die Orte selbst zu sehen und dazu die fundierten Auslegungen bekannter Bibelstellen zu hören, ermöglichen dir einen neuen Zugang zum Wort Gottes. Vorbei an der Stelle, wo Jesus getauft wurde, geht es weiter zu den Golanhöhen, von wo aus die Sicht bis nach Damaskus reicht. Erlebe wie die Jünger Lobpreis und Lehre direkt auf dem See Genezareth. Eine Reise mit dem Schiff durch die biblische Geschichte. Ja, und nach der Auferstehung ist Jesus hier seinen Jüngern erschienen und hat ihnen das Frühstück gemacht, bis sie vom Fischfang zurückkamen. Immer wieder hast du Zeit, dich zurückzuziehen und über das Erlebte nachzusinnen. Nächster Ort: Kapernaum. Abendmahl und Lobpreis direkt am Jordan. Diesen Kelch zu trinken bedeutet, Anteil zu haben am Blut des neuen Bundes. Entspannung pur am See Genezareth. Die ansprechende Bungalowanlage mit Poollandschaft lädt dich zum Erholen ein. Mit Lobpreis unter Palmen direkt an der Promenade klingt dieser Ruhetag perfekt aus. Wüste, soweit das Auge reicht. Mit Blick auf den Ort, wo Jesus versucht wurde. Wir erreichen Jerusalem, die goldene Stadt, das Ende unserer Reise. Danke, Gott segne euch. Ja, klar. Gott segne, ja. Und vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an die Familie Müller. Gottes Segen wirklich für das Missionswerk Karlsruhe. Die Art, wie sie ihren Glauben leben, nicht irgendwo sich zu separieren, sondern mitten in der Gruppe auch zu sein, das empfinde ich als sehr angenehm und das macht sie auch sehr sympathisch. Kommen Sie mit dem Missionswerk Karlsruhe ins Heilige Land. Die zehntägige Rundreise führt uns auf den Spuren Jesu. Erleben Sie, wie die Bibel durch die Auslegung von Daniel und Isolde Müller lebendig wird und kommen Sie Gott näher. Ansprechende Hotels, erfahrene Reiseleiter, ein ausgewogenes Programm und die geistlichen Impulse machen diese Reise zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Jerusalem, die heilige Stadt, eine wunderbare Stadt, eine schöne Stadt. Aber was kaum jemand weiß, es ist die ärmste Stadt Israels. Und mein Vater hat 1983 mit Teddy Kollek zusammen angefangen, Kindertagesstätten, Schulen zu bauen, Kindergärten zu renovieren. Und wir haben die Zahl 50 vor ein paar Jahren zusammenbekommen. Und Isolde und ich waren eingeladen vom Bürgermeister, damals hieß er Nir Barkat. Und es war eine große Feier. Und sie haben sogar an die Stadtmauer unseren Namen hin projiziert. Es war einfach genial und den Film wollen wir euch jetzt zeigen. Dankeschön. Das ist eins der Kinder von dem neuen Kindergarten. Es ist der 50. hier in Jerusalem, dieses Mal im Stadtteil Gilo.
Es ist ein Stadtteil, wo wirklich arme Menschen leben. Und es ist ein Segen, hier einen Kindergarten zu haben, der richtig funktioniert. Wir haben einen Stadtkibbutz, der sich darum kümmert, dass Leute aus ganz verschiedenen Teilen der Bevölkerung, sei es arm, sei es reich, sei es religiös, nicht religiös, zusammen ein gutes Stadtleben haben. It's a neighborhood. Dies ist eine Gegend, in der es vor rund 20 Jahren viel Kriminalität und Drogendelikte gab. Jetzt, 20 Jahre später, hat sich viel verändert. Guck mal, die Decke da oben. Ja, ja. Das ist schon bröselt da, alles ab. Das sieht eher aus wie ein Lager, wie ein Kindergarten, ja? Hallo? Wun, 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 wun. Düt, düt, düt. Düt, 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 düt. So. Die Mitarbeiter des Kindergartens haben damals versucht, es so schön wie möglich zu machen. Aber wenn man den neuen Kindergarten sieht, es ist alles neu. Und das Holz und die ruhigen Farben, es ist total anders. Sehr schön. Schöne Decke vor allem. Mhm. Ein ganzes Jahr sammeln wir die Mittel. Und dann ist es auch schön, wenn was mit den Mitteln gemacht wird, dass man anfassen kann, dass man gebrauchen kann. Wir sind jetzt ein Jahr später hier und wir haben den Kindergarten gesehen, der war richtig heruntergekommen, richtig kaputt. So Parkhaus-Flair. Asbest wurde hier rausgeschafft, neue Decken rein, Akustik und neue Möbel und wirklich alles. Auch die sanitären Anlagen wurden total erneuert. Also ist eigentlich ein reiner, neuer Kindergarten. Ich glaube, die Kinder haben hier schöner wie zu Hause. Jetzt looks nice. Im Kindergarten verlassen die Kinder zum ersten Mal ihre Eltern. Wir nutzen hier daher drei Arten von Lichtquellen. Das natürliche, das indirekte und das direkte Licht. Wir versuchen, dass die Kinder sich hier wie zu Hause fühlen. Sie sagt, es ist viel schöner als im alten Kindergarten. Sie sagt, dass sie das neue Spielzeug mag und wie alles aussieht. Und es fühlt sich fast so an wie in einem Hotel. Es ist nicht wie eine billige Kopie eines 80er-Jahre-Kindergartens. Es entspricht vielmehr den heutigen Bedürfnissen der Kinder und der Kindergartenmitarbeiter. Wir Eltern sind sehr dankbar. Wir weihen heute das 50. Projekt an und Sie werden die Möglichkeit haben, den rechten Kindergarten, den renovierten zu sehen und den linken Kindergarten. Und dann sehen Sie, wie das aussieht, bevor Sie uns geholfen haben. Möge der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diesen Kindergarten segnen mit all den vielen lieben Kindern. Amen. Goodbye. Die Tatsache, dass wir so treue Freunde in Karlsruhe haben, die jedes Jahr kommen, jedes Jahr ein neues Projekt, einen neuen Kindergarten übernehmen, das ist sehr, sehr hilfreich. Das erlaubt uns eine Kontinuität, das erlaubt uns wirklich einen Einfluss zu haben auf das Niveau der Kindergärten in Jerusalem. Und ohne diesen Riesenerfolg kann ich Ihnen versprechen, wäre heute Abend auch der Bürgermeister von Jerusalem nicht erschienen, um Sie alle zu begrüßen. Ich lade hiermit den geschätzten Bürgermeister von Jerusalem, Herrn Nir Barkat, ein, nach vorne zu kommen und ein Grußwort an uns zu richten. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleiner Junge aufwuchs. Ich sah diese Schilder an den Wänden von verschiedenen Gebäuden, wie den Krankenhäusern. Und ich sagte mir, jemand auf dieser Welt kümmert sich um dich. Ihr könnt sehr stolz sein, denn wenn Leute diese Schilder sehen, wissen sie, dass Menschen aus Deutschland, Österreich und anderen Ländern, aus denen sie kommen, für diese Gebäude gespendet haben. So we grow up
Wir wuchsen hier in Jerusalem mit dem Wissen auf, dass wir auf der ganzen Welt Freunde haben. Und es hilft uns sehr zu wissen, dass da Freunde sind, an die wir uns wenden und um Hilfe bitten können. Ich danke Ihnen dafür und für die 50 Kindergärten, die Sie für uns im Laufe der Jahre gebaut haben. Herr Müller, mögen wir Sie und Ihre Freunde im nächsten Jahr wiedersehen, wenn Sie noch einen Kindergarten in Jerusalem bauen. Vielen Dank. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.